Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video geht es um Minimalismus im Badezimmer und um alternative Pflege für Haut, Haare und Zähne. Ich habe damit schon vor vielen Jahren gestartet. Ich glaube, es war 2014. Da habe ich dann angefangen, Zahnpasta selber zu machen. Da gibt es auch schon hier ein Video auf meinem Kanal. Minimalismus kam dann 2016 dazu und seitdem gibt es einige Videos zur alternativen Pflege für Haut, Haare und Zähne und zum Minimalismus. Das heutige Video ist sozusagen ein Update. Ich gewähre euch mal wieder einen Blick in unser Bad und zeige euch, was bei uns aktuell im Bad steht, mit was wir uns eben Haut, Haare und Zähne pflegen. In meinem letzten Video zum Minimalismus im Bad, das war auch so ein Update-Video, das war vom letzten oder vorletzten Jahr, kam dann so ein Kommentar auf, naja, eigentlich ist das ja gar nicht echter Minimalismus, das ist ja eher plastikfrei. Also bei mir ist es so eine Mischung. Was heißt schon Minimalismus? Da gibt es ja verschiedene Definitionen. Für den einen heißt das so wenig wie möglich, für andere heißt das so wenig wie nötig. Und das kann ja ganz individuell verschieden sein. Und ich lege wirklich auch Wert darauf, dass es in plastikfreien Verpackungen ist. Also ganz so geht es nicht. Wir haben eine Plastikflasche am Bad stehen. Mehr dazu kommt noch hier in diesem Video, für wen das ist, wer diesen Wunsch geäußert hat. Ich versuche, so natürlich wie möglich meine Haut, meine Haare und meine Zähne zu pflegen. Das mache ich vor allem mit zwei Produkten schon seit 2014, 15 und da bin damit auch wirklich sehr, sehr zufrieden. Heute gibt es ein Update zum Minimalismus im Bad, was wir gerade alles so im Bad stehen haben, mit was wir uns eben pflegen. Der Henry ist ja im Oktober ausgezogen, jetzt sind wir nur noch zu dritt im Bad. Wenn natürlich mehrere Menschen das Bad nutzen, dann steht dann auch mehr rum, weil jeder auch so seine individuellen Vorlieben hat, aber bei uns war es schon immer so, gerade in den letzten Jahren, seit 2013, 14, so einfach wie möglich und so natürlich wie möglich. Jetzt gibt es erstmal wieder Einblicke in unser Bad. Wieder mal ein kleiner Einblick in unser Bad. Ihr seht, es sieht relativ übersichtlich aus und ihr werdet hier die typischen Körper- und Zahnpflegeprodukte, die man so in Supermärkten und Drogerien kaufen kann, vermissen. Das sind unsere Zahnpflegeprodukte. Ich bereite Zahnpasta schon seit vielen Jahren für uns selber zu. Für mich gibt es Kokosöl und Kurkuma. Für meine Jungs Kokosöl und gemahlenen Birkenzucker. Für den Kleinen dann noch mit Orangenöl. Und für den Großen mit Pfefferminzöl. Dann haben wir hier die Zahnkristall. Das ist die Pflege für danach, also nach dem Zähneputzen. Da haben wir hier Orange und in dem Glas befindet sich noch ein Zahnkristall pur. Dieser Zahnkristall besteht vor allem aus Xylit, aus Birkenzucker. Und dieser Birkenzucker kann von Kariesbakterien nicht verstoffwechselt werden. So ein Zahnkristall wird ca. 10 Minuten nach dem Zähneputzen im Mund behalten. Das erhöht den Speichelfluss und macht auch den Speichel alkalisch. Das sind unsere Zahnbürsten. Die sind aus Bambus. Wir verwenden schon viele Jahre lang keine normalen Zahnbürsten aus Plastik mehr. Im Hintergrund seht ihr rechts zwei kleine Gläser, in dem untersten befindet sich einfach nur Kokosöl und in dem oberen so eine Art Körperbutter, die ich selber hergestellt habe. Links im Hintergrund zwei Fläschchen mit ätherischem Öl, das eine ist Teebaumöl, das andere ist Endoflex, das verwende ich für meine Schilddrüse. Hier oben in dem Körbchen befinden sich verschiedene Haarbürsten und daneben, neben dem Körbchen, da liegt der elektrische Rasierapparat meines 16-Jährigen, der sich seit circa einem Jahr hin und wieder rasiert damit. Im Spiegelregal steht noch ein kleines Körbchen, da schaue ich gleich mal mit euch rein. Zahnseide, dann ein Ohrreiniger, eine Pinzette und zwei Knipser für Nägel. Weiter oben steht auch noch ein Körbchen, da schaue ich auch gleich mal mit euch rein. Darin befinden sich zum Beispiel eine kleine Gesichtsbürste, ein Gesichtspad, womit man die Haut reinigen kann, dann Pflaster, so eine Art Zeckenkamm, dann für Mückenstiche etwas zum Kühlen, eine Zeckenpinzette und Haargummis. Hier auf diesem Regal seht ihr ein Zahnpflegeset von Lebenskraft pur, entwickelt von der ganzheitlichen Zahnmedizinerin Dr. Karin Bender-Gonser, ein Zahnpulver, das besteht aus ganz wenigen Zutaten, unter anderem aus Kakao. Sehr interessant, dazu habe ich mit ihr auch schon ein Video gemacht. Das verlinke ich euch oben in den Infokarten. Also man putzt mit diesem Zahnpulver die Zähne und danach kann man mit diesem Kokosöl, da ist noch ein ätherisches Zitronenöl dabei, noch die Zähne nochmal
nachträglich pflegen. Auf alle Fälle ein interessantes Set, was ich jetzt schon seit einigen Wochen teste. Daneben ein Glas mit selbstgemachtem, das ist selbstgemachtes Deo. Da werde ich sicherlich auch noch mal ein Video machen. So ein Deo habe ich mir schon vor vielen Jahren mal hergestellt. Das wirkt auf alle Fälle sehr genial. Und kürzlich habe ich für eine Freundin so ein Deo hergestellt und habe mir dann auch gleich noch mal etwas Deo zubereitet. Daneben steht etwas für die Gesichtspflege. Ich habe ja viele Jahre lang nur Lavaerde, Wasser oder Kokosöl genommen. Ab und zu auch diese Körperbutter. Dazu mache ich vielleicht auch noch mal ein Video. Und ich habe vor einiger Zeit einen sehr interessanten Artikel gelesen. Eine Frau beschrieb, wie sie aus ihrem alten Job ausbrach, sich Land kaufte, ich glaube zwischen Bayern und Thüringen irgendwo dort, und dann Kräuter anpflanzte und daraus eben so eine Gesichtspflege herstellt. Also das stellt sie nur aus den Pflanzen her, die sie sehr ökologisch anbaut, mit Feuer und Wasser. Und dieser Artikel hat mich so inspiriert und da habe ich mich einfach mal dort im Shop umgeschaut und mir so ein Gesichtswasser einfach mal gegönnt. Daneben liegt noch so ein Gesichtspad, womit man so eine Art Peeling machen kann, und meine Bürste für die Trockenbürstenmassage. Hier beim Waschbecken liegt noch eine Handseife, das ist eine Bio-Handseife Lavendel. Ich glaube, die ist aber noch mit Palmfett. Es gibt ja mittlerweile auch Seifen, die sind aus Olivenöl oder Palmfett frei. Und da werde ich mich auch danach mal umschauen. Wir haben jetzt noch einige Seifen als Vorrat, die brauchen wir erstmal noch auf. Hier bei der Wanne werdet ihr kein Duschgel finden, wir nutzen einfach Pflanzenseife. Wir haben hier eine große Seife aus Olivenöl, dann noch eine kleinere Pflanzenseife, dann steht hier eine Flasche Shampoo. Das ist ein Lavaerde-Shampoo aus dem Bioladen. Das hat sich mein Ältester vor ein paar Jahren gewünscht. Er wollte sich dann nicht mehr mit Lavaerde die Haare waschen. Das habe ich auch akzeptiert. Daneben seht ihr eine Schüssel. Da habe ich schon die Lavaerde mit Wasser vermischt. Damit dusche ich mich zum Beispiel auch oder wasche eben meine Haare. Das ist alles das, was wir zum Duschen und Haare waschen benötigen. Hier in der Ecke seht ihr noch eine Flasche, die verwende ich zum Beispiel beim Fasten, um Einläufe zu machen. Da fülle ich dann gefiltertes, warmes Wasser rein. Für einen Einlauf verwende ich die Glysopumpe schon seit ein paar Jahren und das funktioniert wirklich sehr gut mit so einer Flasche mit gutem, gereinigtem, warmen Wasser und der Glysopumpe. Zum Einlauf habe ich mit dem Henry vom YouTube-Kanal Henry Lopp schon mindestens 2 Videos gemacht, wie wichtig ein Einlauf ist, gerade beim Fasten und bei der Darmreinigung. Ich verlinke euch eines der Videos oben in den Infokarten und unter dem Video findet ihr noch einen Artikel zum Thema Einlauf und mit welchen Geräten man einen Einlauf durchführen kann. Eben für das Fasten sehr, sehr wichtig. Wenn euch das interessiert, dann lest euch einfach den Artikel durch. Das sind die Produkte, die schon seit einigen Jahren mit großer Zufriedenheit für Haut, Haare und Zähne nutze. Die Lavaerde für meine Haare, für die Haut. Das Kokosöl ist so vielfältig für unsere Körperpflege, nicht nur für die Haut, auch für die Haare. Ich habe ja recht lange Haare und massiere mir regelmäßig Kokosöl in meine Haarspitzen. Dann verwende ich das Kokosöl zum Ölziehen, dann für das Deo, generell auch für die Haut und für selbstgemachte Zahnpasta. Und ich nutze dieses kaltgepresste Bio-Kokosöl von Dr. Görg jetzt schon so viele Jahre und bin sehr, sehr zufrieden damit und kann das 100% immer wieder weiterempfehlen. Ich verwende die Lavaerde von Jurassic Fruit. Wenn ihr das erste Mal bei Jurassic Fruit bestellt, dann gibt es auch einen 10% Rabattcode. Ihr findet den Link und den Rabattcode unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Ihr findet unter diesem Video auch folgende Links zu unseren Bambuszahnbürsten, zu den Zahnkristallen Orange, da gibt es auch noch andere Sorten, zum Beispiel Zitrone und Eukalyptus. Dann zu diesem Zahnpflegeset für weiße Zähne, Zahnpulver mit Kakao und dieses Kokosöl mit ätherischem Zitronenöl. Und ihr findet natürlich auch einen Link zum Bio-Kokosöl von Dr. Görg. Auch nach so vielen Jahren fahre ich mit Lavaerde und mit Kokosöl als die Hauptpflegekomponenten für meinen Körper sehr, sehr gut. Die Lavaerde nutze ich, wie gesagt, schon seit 2014 für meine Haare, ab und zu auch für die Haut. Und das Kokosöl, das ist für mich so ein Multitalent, ne? Für die Zahnpflege, für die Haare, für die Haut, als Deo, Öl ziehen, Lippenbalsam. Man kann damit so viel machen. Und dieses kaltgepresste Kokosöl verwende ich natürlich auch gern in meiner
Rohkostküche. Wenn ihr mehr über die Pflege von Lavaerde und Kokosöl wissen möchtet, dazu habe ich vor einigen Jahren auch einen Blogartikel geschrieben, den verlinke ich euch unter diesem Video, beziehungsweise findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Der Artikel ist schon ein paar Jahre alt, hat aber nicht an Aktualität verloren. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video inspirieren, eure Pflegeprodukte mal zu überdenken. In den Supermärkten, auch in Drogeriemärkten, gibt es viele Pflegeprodukte mit dubiosen Inhaltsstoffen, mit viel zu vielen Inhaltsstoffen, die eigentlich auf unsere Haut nicht zu suchen haben. Unsere Haut nimmt es ja teilweise auch auf und viele dieser Stoffe haben mit natürlich nichts mehr zu tun. Je natürlicher, je einfacher diese Pflegeprodukte sind, umso besser für unsere Gesundheit. Das gilt natürlich auch für unsere Ernährung. Je natürlicher und einfacher unsere Ernährung ist, umso besser für unsere Gesundheit, für unseren Darm und damit auch für unser Immunsystem. Mich interessiert natürlich, was haltet ihr von unseren Pflegeprodukten? Was verwendet ihr aktuell? Was würdet ihr gern ändern? Und was würdet ihr auf keinen Fall ändern? Was würdet ihr auf alle Fälle beibehalten, auch wenn ihr wisst, dass es nicht ganz so optimal und natürlich für die Pflege, für unseren Körper ist? Das war's wieder von mir. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Ich wünsche euch ganz viel Kraft, ganz viel Mut und ganz viel Zuversicht. Bis bald, ihr Lieben.